Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal Baustelle und der Pavel war's, der kam ja nicht ganz zeitig zurück, aber der müsste relativ zügig in dem Sinne zurückkommen. Wir wurden ausgeplündert, das sieht ja gar nicht gut aus. Man hat versucht, fernzuhalten. Alle waren bewaffnet, 2 Kugeln. Ja, Pavel ist noch nicht zurück. Ja, die 3 Holz, die hat er aber schon in der Vorrunde mitgebracht. Also da ist irgendwas faul. Katja geht's auf jeden Fall besser. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, ne? So. Dann. Was macht Katja da unten? Katja ist verletzt und sollte erstmal schlafen gehen, denke ich mal. Sie ist zwar auch hungrig, aber ich glaube, wir haben kein Wasser zum Kochen, oder? Doch, wir haben Wasser. Da hat man ja noch getauscht, ne? Das heißt, Bruno geht erstmal an Troch. Essen kochen. Und das ist Marin. Der könnte noch einen Filter machen in dem Sinne. Was haben wir hier? Okay. Mehr gehen nicht und das können wir auch machen. Okay, dann macht Bruno das auch. Marin guckt sich das jetzt hier mal an. Ja, da können wir alle nichts machen. Was kostet uns denn hier eigentlich so ein... Abbrechen. Da wollte ich klicken, nicht daneben. Ah ja, da brauchen wir so eine UV-Lampe etc. und so fort. Okay, das haben wir alles natürlich nicht. Ich glaube, wir haben auch keinen Filter, oder? Den müssen wir dann an der Werkbank machen. Geht auch nicht. Was macht die Werkbank? Ja, da könnten wir Feuer machen und das wäre alles. Warte mal, das. Lass mal gerade hier reingucken. Bruno hat Essen gemacht. Da können wir nichts von machen. Ah, Pavel ist wieder da. Ja, das ist etwas komisch hier. Holz, Patronen. Ja, weiter. Super. So, Bruno hat Hunger. Sie hat auch Hunger. Und er ist sehr müde, Maren. Leicht verletzt und müde. Also, er geht jetzt erstmal was essen. Und Maren geht mal da unten schlafen, glaube ich. Er soll ja da was essen gehen. Bruno ist nur hungrig. Er kann mal hier unten gucken, was wir da machen können. Kräuterküche. Wäre schön, wenn wir hier was zu essen hätten. Das haben wir aber nicht. So. Ja, da können wir was machen, aber im Endeffekt können wir da auch nichts machen, wo wir nichts haben. Wäre da ein Upgrade möglich? Nein. Dafür brauchen wir einen Wasserkocher. Oder was es auch immer für ein Teil ist. Dann geht Bruno mal hier hin. Pavel ist müde. Pavel kann schon mal, da nicht hingehen. Hier können wir nichts bauen, wir können ein Bett bauen, ne? Das sind alles Sachen, die wir jetzt nicht wirklich brauchen, ne? Außer vielleicht den Wasserfilter. So, Pavel geht dann schon mal da unten hin. Katja, ist die noch müde? Ne, die ist nicht mehr müde. Dann wird die erstmal aufstehen. Auch wenn sie jetzt gerade verletzt ist, aber da müssen wir jetzt erst Pavel schlafen lassen. Kann sich gleich noch wieder hinlegen. Dann kann Bruno den Wasserfilter einsetzen. Herstellen.
Gut, und Katja geht essen. Gut, prinzipiell läuft's erstmal. So, aber was können wir machen? Nix können wir machen. Gucken wir da nochmal rein. Er ist noch müde. Das bringt uns alle nichts hier, das zu basteln oder zu bauen. Was brauchen wir denn hier? 10 Zahnräder brauchen wir dafür. Na super. Okay. Er ist noch müde. Er war sehr müde, Maren, ne? Genau, okay. Katja hat gegessen, ist jetzt nur noch verletzt, geht wieder runter. Bruno ist noch hungrig. Sobald Pavel ausgeschlafen hat, geht der Katja wieder rein. Und was haben wir hier mit Maren? Der ist nur noch müde. Ja, Bruno ist hungrig. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir was zu essen kriegen, ne? Leicht müde, müde. Ja, nein. Pavel ist immer noch müde. Die Zeit ist gleich rum, schade. Katja setzt sich jetzt erst hin, macht so Sinn. Bruno hat sich auf den Boden gesetzt. Ja, schön, wenn Pavel... Ah, Pavel ist ausgeschlafen. So, ich glaube, das schafft Katja aber nicht mehr hin ins Bett. Aber ist ja auch nur verletzt, naja. Okay, die Nacht kommt. Gut. Katja kann gut falschen. Gut. Ist aber verletzt. Das heißt, sie schläft erstmal im Bett. Maren ist auch damit beschäftigt. Mit Pavel gehen wir plündern, obwohl der leicht verletzt ist und Bruno steht Wache. So müssen wir es machen und dann müssen wir überlegen, wo wir hingehen. Irgendwie sieht das gerade alles nicht so gut hier aus, ne? Auf der Baustelle waren wir, da fanden wir aber den Weg nicht auf die andere Seite rüber. Da müssten wir, doch, haben wir ja zum Schluss doch noch gesehen, dass wir da rum müssen. Da müssen wir nur sehr leise sein. Wenn wir hier an die Menge Lebensmittel kommen, das wäre noch was. Hier ist ein möglicher Handel. Gucken wir mal, aber wir haben ja, ach, ja, ein bisschen hätten wir was zum Handeln. Was können wir da handeln? Patronen sind okay. Das wäre zu handeln. Und das würde ich vielleicht handeln. Bauen können wir da sowieso noch nichts selber, deswegen können wir es auch mitnehmen. Obwohl... Die beiden Sachen würde ich handeln und mehr auch nicht. Vielleicht noch das, aber das können wir erst reparieren. Das macht vielleicht mehr Sinn, oder? Nochmal zurück. Ja. Das war schon richtig. Das nehmen wir mit und dann gehen wir auf die Reise. So, los geht's. Mal schauen. Dahin, was da ist, weiß ich nicht. Da läuft jemand. Okay, da gibt's natürlich reichlich zum Mitnehmen. Ich nehme mal erstmal alles an mich. Und dann gucken wir weiter. Was gibt's da? Noch mehr? Können wir auch alles mitnehmen? So, da war noch einer. Der sitzt da, aber den kann man doch nicht ansprechen, oder? Halt, stopp, den können wir noch ansprechen. Er hat doch was zum Tauschen. Ja, super.
stellt sich gerade die Frage, ob da irgendwas von sinnig ist zu tauschen. Da will er waffentechnisch ja was haben, ne? Das reicht nicht. Für so ein paar Teile gebe ich das doch nicht aus. Nicht interessiert, ganz einfach. Gut, dann laufen wir weiter. Oh, da ist auch jemand, der handeln will. Gucken wir mal weiter. Alkohol, Zigaretten, Kaffee, das ist auch nichts, was ich haben möchte in dem Sinne. Das reicht nicht. Nee, das ist mir auch nicht die Sache wert. Er braucht Bandagen, die habe ich aber leider auch nicht. Er handelt aber auch. Er braucht Bandagen. Er hat Bandagen. Nee, zu teuer. Bringt auch nichts. Dann gehen wir zum nächsten. Okay, hier ist das, was wir brauchen in dem Sinne. So, gucken, was wir dafür kriegen. Okay. Das können wir bestimmt alles schon mal wegtun. Das ist wohl ein Scherz. Das auch weg. Kriegen wir überhaupt was? Das reicht nicht. Schade. Selbst das Gemüse schaffen wir nicht. Nix klappt da. Gut, dann ist es wohl mit nichts interessiert, ne? Dann müssen wir da mal rüber. Tja. Das wäre der Weg da lang auch gut, ne? Komme ich denn hier irgendwo lang? Lauf mal dahin. Er weiß nicht, wie man dorthin kommt. Das ist ganz schlecht. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder unterwegs mit nichts und wieder nichts. Und er schließt wieder ab, glaube ich. Es wird überall abgeschlossen. Das ist ganz schlecht jetzt hier. Mann, 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 Mann. Die Zeit läuft und wir kommen nicht weiter. Hier gab es jetzt auch nicht irgendwie einen Dietrich oder sowas. Nicht interessiert.
Und das klappte ja nicht. Ja, das ist jetzt echt nicht schön. Tja. Wie komme ich hier hin? Ich bin mir nicht sicher, wie man dorthin kommt. Ist da kein Weg runter? Wir müssen irgendwie durch diesen Türen kommen, aber das ist schwierig, die ist abgeschlossen. Nee, da haben wir jetzt keine Chance irgendwie, oder? Könnte besser sein. Nee, könnt jetzt warten, bis jemand kommt, dass ich dann rein kann, aber ich glaube, das mögen die dann auch nicht so wirklich, ne? Ich könnte da rein in dem Sinne, aber ich brauche da einen Schlüssel und da einen Schlüssel. Und wenn ich da jetzt reingehe, dann wird der sauer, wetten. Wo ist denn jetzt? Ach, der ist da unten hingegangen. Ja. Gut, das bedeutet, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir können jetzt in Richtung Ausstieg gehen. Ja, schade. Damit hat sich das auch erledigt. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.